Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trains World 4. Wie ihr seht, wir sind noch bei der Slyload irgendwas, schlag mich tot. Auf jeden Fall bei diesen Community Challenges vom Dezember kurz vor Weihnachten dran. Und ja, ich habe jetzt festgestellt, ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage Sonderfolgen offen. 6 Tage heißt, wir machen eine Sonderstrecke zwischen dem, vielleicht auch vor Heiligabend, aber eigentlich erst ab Weihnachten, den 25. bis zum 31.12. täglich. Weiß noch nicht, wie viel Uhr, aber wir suchen uns jetzt mal eine Strecke raus, die muss 6 Dinger haben. So, Strecke auswählen, 6 Dinger. Und zwar nicht die, die ich angekündigt hatte, sondern was anderes. Wie viel haben wir hier an Szenario? 10. Die haben wir schon abgeschlossen. Die hat 4 offen, das bringt auch nicht. 8. Wie lang sind die denn? Aha. Schon, Tees Valley Line haben wir auch eigentlich abgeschlossen. 9. 7. 6, 4. Ja. West Somerset Railway hat 12. Ne, das dauert noch ein bisschen länger. Southeastern Highspeed 17. Sandwich Grade 11. Mal eben reingucken. Rapid Transit haben wir. Was ist denn mit hier U-Bahn? East Coastway haben wir. Oder Coastway. West Cornwall Local. Wo ist denn die U-Bahn? Habt ihr das Underground? Underground hat 11. Die sind aber teilweise auch ein bisschen kürzer, wie man sieht. Das heißt, vielleicht können wir sogar ein paar Sachen zusammensetzen. Na, so, also wir haben West Somerset. Also erst, wir machen die London Underground. Bakerloo Line. Und wie gesagt, das sind einige, die sind auch ein bisschen, da kann man zwei zusammenhauen. Fangen wir mal heute an. Ein Hauch von Vergangenheit. Eine Stunde im 1938 Tube Stock. 1972 MK2 Tube Stock. Ja, eigentlich sind das ja dann die letzten drei Teile, aber die machen wir als erstes. So. Also ein Hauch von Vergangenheit. So, fangen wir erstmal damit an. Englische Sonderfolgen. Vielleicht schaffen wir es, die 11 Dinger wirklich in der Zeit fertig zu kriegen. Ich kann es euch nicht versprechen, aber wir gucken mal. Das sind ja 6 Tage, das heißt, wenn alles passt, kommen täglich dann 2 Touren von der U-Bahn jetzt noch eben rein. Das habe ich so eben gerade ganz spontan beschlossen. Sind dann circa 11 Stunden bis 12 Stunden, die man spielen muss. Oh, das ist heftig. Also, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Rest kommt dann später, wenn das nicht hinhauen sollte. Ein Hauch von Vergangenheit. Vor allen Dingen, ich bin auch erkältet, wie ihr wisst, und kann auch sein, dass ich gleich nochmal irgendwie los muss. So, willkommen im Bahnhof Harrow und Wealdstone. Sie sind dem 38er Sonderzug nach Paddington zugeteilt. Gehen Sie zum gegenüberliegenden Bahnsteig und warten Sie auf die Ankunft des Zuges, um den Rückverdienst zu übernehmen. Ja, das kriegen wir hin. So. Deswegen, ich gehe jetzt auch nicht auf irgendwelche. Ja, doch, da könnte man gleich mal reingucken. Was man da als Sonderaufgaben noch machen müsste. So. Sieht ja auch immer sehr klein aus, das Ding, ne? Also. London Transport, eine Runde U-Bahn. Wollte ich immer mal gemacht haben im Spiel. Schon zu TSW 2 Zeiten, nie zu gekommen. Ja. Jetzt übernehmen wir den Hobel. Ja, tschö. Setzen Sie sich auf den Lokführersitz. Ja, würde ich ja gerne. Ich darf nicht. Ich darf es nicht. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich darf es nicht. Jetzt darf ich. So, das heißt, Hauptschlüssel ein. Vorwärts, vorwärts 2, ich weiß nicht, wir sitzen auf vorwärts 1. Bremse haben wir die aufgelöst. Hat er kein ABS? Der hat kein ABS. Türe geschlossen. Hat er echt kein ABS?
Nö. Scheinbar nicht. Ah gut, dann haben wir halt kein AWS. Spielt auch keine Rolle. Als wenn der keine Zugsicherungssysteme hat. Türen geöffnet, Tür geschlossen, Scheibenwischer ins... So. So. Ach, der will das auch noch genau haben, wieder auf so ein Meterchen. Eieiei. So, jetzt aber. So, den wieder auf... aus. Hauptregler aus. Den auch auf aus. So, jetzt dürfen wir... Wo geht's denn gleich hin? In welche Richtung? Wir fahren nach... Ach so, ich kann das jetzt ja nicht mehr machen. 30 Jahre später. Wenn man so runterscrollen muss, ist natürlich mal Queen's Park. Wild Flag. Mal eben gucken. Was steht denn da drauf? Bakerloo Line. Wembley Central Special. Piccadilly Circus ist falsch. Wembley Central. Was kann die? So, wir wollten noch. Ne, Queen's Park. Okay. So, Paddington, na komm. Piccadilly Circus. Ah! Klappt ja hervorragend hier. Queen's Park. So, Luke schließen. Passt. Rüsten Sie Führerstand A ab. Und wechseln Sie die Seite. Ja, das kriegen wir so gerade eben hin. Immer wichtig ist ja noch so zu beachten. Tür ist geschlossen. Wunderbar. Handbremse. Was haben wir da noch? Keine Ahnung. Türsteuerung wahrscheinlich. Gut. Wie auch immer, wir rennen mal eben durch den Zug durch. So. Muss man ja alles konventionell manuell noch machen hier in dem Ding. Ich glaube, ich wäre außenrum schneller gewesen, ne? Aber ist egal. So. Jetzt ist das Ding auch noch eine Doppeltraktion. Och Gottchen. Aber gut ist, dass man durch den ganzen Zug gehen kann. So. Haben wir das auch mal gesehen. Zack, zack. 30.000 Türen. Zug ist schön leer. Das ist dann sich gut an der Sache. Was kann man hier eigentlich machen? Zugbegleiter, Zugbegleiter schließen. Mhm. Beleuchtung kann man hier drüber machen. Ja, so war halt, ne? Ich muss doch mal niesen. Jetzt sind wir wieder startklar. Hoffe ich. Was haben wir denn hier? Hier soll ich mich hinsetzen. Machen wir sofort.
So, das heißt. Hauptschlüssel ein. Ein. Zugzielrolle. Nein. Queens Park. So, das passt jetzt hier auch besser. Ich weiß es nicht, was für die Flagge ist. Den nach vorne. Totmann-Schalter ist gedrückt. Achso, macht er automatisch. Okay. Vielleicht sollte man noch Licht anmachen. Das haben wir nämlich hinten jetzt vergessen auszumachen, wa? Ja, egal. So. Klack, entriegeln. Wieso kann ich die nicht aufmachen? Ist auch egal. So, wir haben jetzt gerade offen. Wir gehen mal eben hier raus. Ich will mal eben die Beleuchtung hinten regeln. Weil das geht mir sonst ein bisschen auf den Senkel. Das müssen wir leider noch eben machen. Hoppala. Zack. So. Zack. Kann ich hier auch wieder einklappen oder was? Nö, kann ich hier nicht. Wunderbar. So. Jetzt aber. Fahrgäste können los, wir können los. So, der Robel ist damit auch abfahrtbereit. Denke ich, hoffe ich, glaube ich. Wir wissen tun wir es nicht, aber wir werden es wohl sehen. So. Ich weiß zwar nicht, was die erste und die zweite Stufe können an Unterschieden. Aber ist auch egal. 45 Meilen dürfen wir ab hier fahren. So. Da müssen wir jetzt auch gleich schon bei dem Tempo sein, wo wir ran wollten, ne? Next Station, Kenton. Ich weiß nicht, bremsen wir schon oder bremsen wir nicht? Elektrische Bremse? Ich weiß es nicht. Jetzt bremsen wir. Also verbremsen.
Auf volle Kanne verbremst. Aber so richtig verbremst, ne? Ach, ich habe auch noch Gas gegeben. Ah, okay. Also volle Kanne verbremst. Gut, haben wir das geklärt. Zum Glück hatten wir Fahrt. Naja, gut. Deswegen stand noch auf Rangieren, ja. Glück gelaufen. Hat das Ding echt kein AWS und kein DWS? Ey. Straight Light, ja. Nee. Hat er nicht. Kein AWS. Ja, wir sitzen doch. Ich sitze doch offen. Egal. Next Station, South Kenton. So. Also wie gesagt, es werden heute, übrigens frohe Weihnachten, wir haben ja heute den 25. Also heute zwei Touren von der Strecke kommen, morgen zwei Touren und so weiter bis Silvester. So der Plan. Ja, also nur, dass ihr das wisst. Und übrigens so gesehen frohe Weihnachten. Und ja. Aber guck mal, jetzt bremst das Ding auch, ne? Leistung ist raus. Und zack, will er auch anhalten. Dann macht er halt auch artig. So. Zwar noch leicht verbremst, aber egal. Kommt jetzt auch zumindest schon mal näher. Gut, man muss aber auch sagen, ich fahre dieses Fahrzeug auch sehr, sehr selten, ne? Also... Ich glaube, letztes Mal vor 2 Jahren. So. So, zur Orientierung. Wir befinden uns aktuell hier. Bis dahin wissen wir wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, aber es wird sich ziehen. Wembley, Stonebridge, Charleston, Queen's Park, Killing, Warwick, Paddington. Achso, wir fahren sogar bis Paddington. Oh. Alter, ich hab den schon auf Queen's Park stehen. Aber ist egal. Fahren wir halt bis Paddington. Was ist der Unterschied zwischen Vorwärts 1 und Vorwärts 2? Ich will wissen es nicht. Next Station, Wembley. So. So. Perfekt. Mm-hmm.
Dunkeln, Instrumentenbeleuchtung, Spitzenlicht ein. Kaltstart, Auslöseleistung, keine Ahnung. Tür geöffnet, Tür geschlossen. Halt erwarten. Next Station Wembley Central. Aber halt auch halt erwarten. Ich weiß nicht, was da für eine Funzel beleuchtet, aber ist okay. Also wirklich mal eine U-Bahn-Schicht, ist doch auch mal was Besonderes, ne? Quasi als Weihnachtsspecial mal eine Runde London U-Bahn. Warum nicht? Oder beziehungsweise... Ferien-Special. Könnt ihr sehen, wie ihr wollt. So. Ich hoffe, wir bleiben auch rechtzeitig stehen, aber es sieht gut aus. So. Sehr, sehr gut. Aber hier fährt er jetzt auch zum Elefant, obwohl ich da... Ich habe keinen blassen Schimmer. Warum das jetzt da steht und nicht mehr das da drin ist, was ich ausgewählt habe. Türen verriegeln. Sehr gut. Und weiter geht's. Ja, noch. Also Gottmaut haben wir am Start. Aber auch egal. So, 40 dürfen wir jetzt fahren, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit zum Beschleunigen. Next station, Stonebridge. Müsste auch jetzt gleich kommen. Hier sind sogar noch die alten Tunnellichtverhältnisse drin von. Interessant. Also noch die aus TSW2. Also es wird nicht hell und dunkel, sondern Tunnel ist hell. Heute 700. So, geht ja zum Glück bergauf. Kann man sie einfach rollen lassen. Den Rest macht die Erdanziehung, ja.
So. Zack. Entriegelt. Wunderbar. Da hinten sehen wir im Übrigen das Wembley Stadion. Was natürlich auch wirklich ein schöner Blick ist jetzt gerade, ne? Muss man jetzt mal ehrlich sagen. Gerade das Wembley Stadion im Hintergrund, das ist natürlich wirklich immer ein sehr, sehr schönes Fotomotiv, muss man ehrlich sagen. Oh, Highlight auf der Strecke, somit. Next Station, Harleston. Weiter Warwick. So, 1 Kilometer bis zum Ziel. Haben da gerade Formsignale? Jo, da sind Formsignale. Interessant. Wie schnell sind wir? Ja, okay, geht aber noch. So, wunderbar. Aber waren halt wirklich viele Leute gerade am Bahnsteig, ne? Muss man ja auch mal ehrlich sagen. Fährt der nicht an, wenn die Türen offen sind? Okay, gut zu wissen. Zack. Na, dann fährt er an, sobald die zu sind. Eieieiei. Und schon wieder jemand im Gleisbett. Mann, Mann, Mann. Immer diese Selbstmörder in England. Eieieiei. Ich weiß, es klingt makaber, aber es ist nun mal so. Und irgendwie habe ich auch Soundfehler. Ich weiß auch nicht warum. Aber gut. Next Station, Wilston Junction.
in dem Fall ist der Ausstieg jetzt auf der rechten Seite. So, auf geht's. Ab nach Künzel. So. Kilometer. Ja. Was für ein Tag haben wir heute eigentlich? Wir haben im Spiel den 12. Mai 2021. Ja, ist natürlich schon was her. Das ist was her. Und ist mitten während der Corona-Pandemie gewesen. So, und jetzt geht's in die U-Bahn rein. Glaube ich. Nee, das ist nur ein Tunnel, ne? Das ist nur ein einfacher Tunnel. Hallo. Echo. Ja, Spaß dran, ne? An diesen Pfeifen und so. Ich meine, ihr kennt es. Von mir nicht anders, aber. Nun ja, gut. Diesmal sogar mal vernünftig gebremst dabei. Mein Gott. Und los geht's. Station Queen's Park. Hier müssen wir wieder zurück. Also bis hier müssen wir wieder zurück. Aber ist okay. Das passt schon. Wieder so ein Kilometerchen nur, ne?
Okay, wir machen gleich. Kommt auch gleich noch eine Weiche. Das heißt, wir müssen dann sowieso langsamer sein. Von meinem Glück. Also 15 Meilen wahrscheinlich oder so. Also ist ja meistens so, deswegen. Safe sein. Dann sind wir auf sicheren Seite und gut ist. Vielleicht sind es auch 20 Meilen, die man hier haben darf. Ich glaube, so 15 sind es ja meistens, ne? Also, oh ne, sogar. Ja, also, sag ich dazu, gut geschätzt, ne? Ach. Aber links wäre auch 15 gewesen, also von daher. Gab es viel gesprungen. Sind eigentlich Signale jetzt? Scheinbar. Scheinbar. Hier haben wir. Ich schätze mal, eine Schutzweiche soll das sein. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich denke mal, es ist eine Schutzweiche. So im Ursprung zumindest mal gewesen. So. Bleibst du wohl stehen? Sehr gut. Interessant wird das Ganze jetzt. Wir haben hier einen Halt. Und da ist Fahrt. Wenn da ein Fahrtsignal ist. Für welchen Zug? Gibt es hier eine Zugüberholung? Wir werden es sehen. Es gibt keine Zugüberholung. War wohl scheinbar nur ein Fehler bei dem Signal. Keine Ahnung, warum das die ganze Zeit schon auf Fahrt war. Oder nicht. Oh, wir dürfen hier nicht schnell fahren. 35? Ja, okay. Dürfen wir wohl. Next Station Kilburn Park. Oh, okay. Hab hier aber irgendwie eine Lampe drin, die ich gerne aus deaktivieren würde. Ich weiß noch nicht wie. Wir müssen jetzt aber auch sofort mit dem Halt rechnen. Wie schnell sind wir denn? Oh, 20, ja passt. So. So. Bleibst du wohl stehen? So. Ich weiß gar nicht. Wie sieht das jetzt aus? Ah!
Er spiegelt sich, der Zug. Wenn auch nur so halb gerade, aber er spiegelt sich. Das ist schon mal schön. Das war ja sonst nicht der Fall. Also letztes Mal bin ich, glaube ich, zu TSW-2-Zeiten gefahren, aber er spiegelt sich. Zumindest so prophylaktisch. Geht natürlich auch schöner, aber ich meine, ein bisschen. So. Next Station ist Mulder Vale. Also Hut ab an jeden Menschen, der U-Bahn fährt. Ich glaube, das ist so ziemlich der anstrengendste Job, den man haben kann. Aber man guckt hier nur die ganze Zeit in der Dunkelheit. Man guckt, sieht wirklich nur die Dunkelheit den ganzen Tag. 8 Stunden am Stück. Also das ist, glaube ich, wirklich so das Heftigste an Jobs, was man machen kann, wenn man irgendwo fahren muss. So meiner Meinung nach. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das seht. So. Aber ich würde sagen, das ist wirklich so der anstrengendste, mit einer der anstrengendsten Jobs. Nicht unbedingt der anspruchsvollste. Das weiß man, kann ich so nicht beurteilen. Aber mit einer der anstrengendsten, eben weil es dunkel ist. Man auch kein Zeitgefühl mehr hat, so wirklich da unten, ne? Also ich sag mal so, der Spiegel ist ja gut und schön, ne? Aber er sollte so funktionieren, dass man den auch den Zug hier aus dem Blickwinkel aber auch wirklich scharf erkennen kann. Okay, jetzt kommen wir hier gar nicht hin. Spielt auch keine Rolle, aber man müsste ihn hier schon sehen. Dann wäre das ideal. Jetzt fahren wir zu Warwick Avenue. Zur Orientierung, wir befinden uns jetzt hier. War doch irgendwie ein Lied von Amy Winehouse, meine ich, ne? Mit der Warwick Avenue. Irgendwie sowas. So. Das können wir wieder ausschalten. Können wir mal eben ein bisschen rollen. Können die auch mal offen lassen. So. Weil ich meine wirklich, das ist echt anstrengend, ne? Also. Wenn man die ganze Zeit nichts sieht, dann zwischendurch mal nur so. Na doch, das ist schon wirklich eine anstrengende Sache, U-Bahn-Lokführer. Mein Gott. So.
Interessant. Steigen außen wieder ein, die Leute. Nächste Station, Padding. Da geht's dann wieder in die andere Seite. Interessant. Ich bin mal gespannt, was passieren wird. Also da sind wir. Ja. Haben wir noch nicht mal die komplette Strecke fertig. Interessant ist auch, dass hier einfach mal so zwei Gleise liegen. Naja, gut. Wie schnell sind wir denn? Wir fahren keine 60 km/h, ne? Das muss man immer so sehen. Es fügt so schnell, wir fahren keine 60. Das ist ja schon so krass mit dabei. Wir fahren hier vielleicht mit 30 bis 40 km/h. Ganz geschmeidig. So. So. Rüsten Sie nun den Führerstand ab. Wahrscheinlich auf Halten, ne? Die auf 0. Ich weiß nicht, wie ich den genau abrüsten muss. Das ist jetzt natürlich so eine Sache. So. Also ich... Okay, das war's nicht. Abkuppeln, Kaltstart. Eigentlich konnte man ja auch nicht reinlaufen. Was mich jetzt mal interessiert ist, was wenn man während der Fahrt jetzt vorne die Tür aufmachen würde. Keine Ahnung. So, wir setzen uns mal eben hin. Ach komm, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Wenn das jetzt nicht leuchtet, dann leuchtet es nicht. Wir können natürlich mal gucken, was ich hier am Beimann noch so machen kann. Und die Tür. Stabling. Keimen lassen schon mal. Was haben wir denn hier noch so? Führerstandsbeleuchtung aus. Kann ja auch nichts dran rumfummeln. Also von daher, lassen wir mal. Wird schon richtig sein. Und doch den hintersten, ne? Ich wollte doch sagen, nicht den vom ersten Triebwagen. So. So, haben wir das auch. Luke schließen. Der steht auf EP-Bremse Max. Ich hoffe, wir können bremsen. Wir werden es sehen.
Achso, man soll vielleicht einen Gang reinstecken. Das geht. Es geht, es geht, es geht. So, fahren wir noch zur Warwick Avenue. Ah. Und sind wir noch bis Queens Park, sind wir durch. Das geht ja. So, alles in allem hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, gebt dem Ganzen mal einen Daumen nach oben. Wenn nein, tut es trotzdem. Bremse funktioniert auf jeden Fall auch so, wie ich sie hinten eingestellt habe. Von daher ist alles gut. Wenn auch nur bescheiden, aber sie funktioniert. So. Leicht verbremst, aber damit können wir leben. Kann ich eigentlich, wenn ich jetzt die Tür hier aufmache, durch den Tunnel laufen? Es geht. Ich könnte wirklich... So sieht das übrigens dann hier in diesem Eisenbahntunnel mal aus, ne? Nur einfach mal gesehen haben. Ist schon so eine Sache für sich, ne? Also... Wow. Also... Jetzt ohne Licht, zack, ist man echt blind. Aber so haben wir es mal gesehen und gut ist. Was das für eine Schiene damit ist? Keine Ahnung. So. Weil regulär kann man da ja nicht reinlaufen. Doch geht. Ist halt wirklich so eine Sache für sich. Vor allen Dingen, ich frage mich ja auch, ob man hier noch so sehen kann. Signale zwischendurch, okay. Irgendwelche Tafeln. Wie weit ist das? Oh, 400 Meter. Ja, passt schon. So, was finden wir denn gleich im Abspann? Müssen wir uns auch mal was einfallen lassen. Also oben links würde ich sagen, erstmal ein Video, das euch YouTube vorschlägt. Vielleicht Flatout oder so, müssen wir mal gucken. Unten links auf jeden Fall bei dem alten U-Bahn-Fahrzeug, den 1928 oder 1938, was es doch immer ist. Und der Mythische Phantom World 4. War ja auch jetzt nicht wirklich sonderlich zu... abwegig, ne?
So. Türen sind geöffnet. Bremse können wir wieder lösen. Machen wir die Türen mal wieder zu. Fahren wir mal eben die 500 Meter bis zum Kilburn Park oder 750. Ja, irgendwie so, ne? Genau. Na ja, gut. Also für spontan mal eine Runde London U-Bahn, warum nicht, ne? Weil es jetzt wirklich unabhängig von dem Szenario Freitag oder so, es bietet sich einfach an. Ich hatte da jetzt noch Lücken und es stand jetzt eigentlich nur noch in dieser Community-Tour offen, dass Szenarien gefahren werden müssen. Deswegen. Und ich habe halt da gerade noch Content, den ich eh noch filmen wollte. Bot sich das jetzt an. Zumal U-Bahn ist ja wirklich so eine Sache, wie oft fährt man die hier, ne? Also echt eher selten. So, Kilburn Park. So, wahrscheinlich sind wir nicht mal richtig drin, aber ist auch egal. Dann sind wir jetzt als nächstes in Queen's Park, gefolgt von Queen's Park 26 Nebengleis. Mhm. Next station, Queen's Park. This trains will be end there today. Please the train and have fun. Da hätten wir noch was reparieren können, glaube ich. Egal. Ich weiß auch nicht, was wir hier an Tieren freischalten können. Aber vielleicht liegt da ja was Passendes auf dem Weg oder so. Müssen wir mal gucken. Ich denke mal, dass ich das immer so stattfinden werde, morgens ein Video, abends eins. Irgendwie so eine Art. Sind ja, was sagte ich hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage, 11 Videos. Ja, gucken wir, dass wir mal irgendwie zwei am Tag kriegen. Irgendwie eins morgens um 8 für die Frühaufsteher unter euch und dann nochmal eins gegen Mittag. Also sprich 14 oder 15 oder 2, irgendwie so. Weil er ist so gegen 8. Grob geschätzt. Wobei, dann wird das hier ja das schon um 8 Uhr sein. Ich glaube, ich müsste runterschalten. Kann ich das hier? Bringt das was? Ich bin auf dem Bodenblech. Ich hoffe, ich roll nicht rückwärts. Den müssen wir ausmachen. Genau. Ey, Hauptsache wir rollen nicht rückwärts. Hauptsache wir rollen nicht rückwärts. So.
So, Türen öffnen, Leute rauslassen, hier können wir schon mal wieder lösen. Gut, dann fahren wir noch eben in das Depot rein, denke ich mal. Wird wohl richtig sein. Ich weiß es nicht, aber ich sag jetzt mal, wird richtig sein. Dann parken wir den Hobel mal da, ne? So. Zack, Hobel steht. Perfekt. Wir müssen jetzt fertig sein. Ich weiß es nicht. Sehr gut. Oh, auf Silber. Aber Silber ist egal. Mann, das ist mir egal, welche Medaille wir hier kriegen. Wir sind in England. Ne? Also von daher. Und hier oben seht ihr ja noch, was wir machen müssen. 1938 sind abgeschlossen von 3600, die wir bis morgen fertig haben müssen. Mit, ich weiß nicht, wie vielen Leuten. Also, wenn ihr das sehen werdet. Ich bin mal gespannt, ob wir das Ziel erreichen werden oder nicht. Complete 5 Szenarien oder Timetables. Wahrscheinlich habe ich den gerade erst abgeschlossen. Das kann natürlich sein. Das heißt, 32 Meilen muss ich fahren. Werden wir dann wohl im Laufe der nächsten Tage auch noch schaffen. So. Hauptmenü. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Wenn nein, tut es trotzdem. Ich mache hier einen Cut rein. Und dann sehen wir uns vielleicht heute Mittag wieder. Bis dahin, euer Bauer sein. Tschüss. Und oben links landet ihr bei der Warwick Avenue, wenn ich dran denke, von Amy Winehouse. Weil wir das Thema von hatten. So.